to the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. Ein Superstar, ein Autor, ein Feuerwehrmann. Und du, Johnny? Ein Astronaut. Das NASA-Gebäude. Das ist sowas von nicht wert, finde ich. Er hat es also wirklich geschafft. Was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Also mir geht's ehrlich gesagt wie Neil, ich finde nicht, dass das wirklich ein Erfolg ist, das ist es überhaupt nicht wert, dass das ganze Leben, das er mit River verbracht hat, komplett gelöscht wird. Selbst wenn es jetzt hier vielleicht noch ein Happy End gibt und sie sich wirklich auf dem Mond wieder treffen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es wirklich nehmen. Ich finde, das ist es nicht wert, dass sie die komplette restliche Erinnerung dadurch verpassen. Selbst wenn das Ende vielleicht schrecklich war für die beiden. Ich, und vor allem für John, ich finde nicht, dass es das wert ist. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Wie armselig. Dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Du verstehst es nicht, oder? Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig. Dieses ganze Theater nur wegen eines Mädchens. Na endlich. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ja. Habe ich jetzt... Es kann sein, dass ich jetzt gerade irgendwie mit den Charakteren, die gesprochen haben, durcheinander gekommen bin. Irgendwie war die Stelle jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich hätte gedacht, dass Iva am Anfang das gesagt hat. Naja, egal. Das heißt, nur wegen eines Mädchens. Wenn man jemanden liebt, kann das das ganze Leben verändern, finde ich. Kann lebensbeeinflussende Entscheidungen beeinflussen. Klingt jetzt doof, ich weiß, ist aber so. Und es gibt da kein Hätte, Wenn und Aber, irgendwas. Wenn man Entscheidungen trifft, egal wie es kommt, das ist dann halt der Weg. Und ich finde, man sollte es einfach... Es ist einfach nicht wert, das so zu ändern. Vor allen Dingen, wenn man so extrem einschneidet wie in diesem Fall. Ein Memory Link fehlt noch. Werde ich gleich ganz melancholisch hier, Mensch. Himmel, da mag aber jemand seinen Rucksack. Schade, hätte er dafür vielleicht den Punkt geben können. Hätte ich nichts gegen gehabt. So, hier unten war nichts gewesen. Mit John war auch nichts, ne? Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Ja, ja, ist ja gut. Das Buch. To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Okay, er hat also ein Buch geschrieben. Und das war dann der Anlass dafür, dass die NASA ihn gebeten hat, zum Mond zu kommen, oder wie? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Ja, du darfst drücken. Drücken. Ja. Dankeschön. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Was? Na gut, gehen wir mal ein bisschen nach oben. Schauen wir uns mal um. Na komm. So, vielleicht sollte ich es doch lieber mit den Pfeiltasten machen und nicht mit der Maustaste. Ich weiß es nicht. Eigentlich war es mir mit der Maus immer ganz lieb, aber so ein bisschen hakelig ist es ja schon immer mit der Maus. Und vor allen Dingen blendet es den Cursor aus, wenn ich es so mache. Das ist natürlich auch cool. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht. Ich weiß mal wieder nicht, wer Zordon ist, ist aber garantiert wieder irgendein Insider, irgendeine Anspielung auf irgendwas. Ich habe übrigens mitgekriegt, wer die TARDIS ist. Das ist irgendwas aus Doctor Who, glaube ich. Habe ich mal nachgelesen. War ja mal irgendwann früher gewesen. Egal. Muss ich mal schauen, wer Zordon ist. Was? Lass uns gehen. Okay. So, hier gibt es ansonsten keine Erinnerung. Ja, dann werden wir wahrscheinlich sämtliche Etagen abklappern müssen und werden überall einen Memory Link kriegen. So stelle ich mir das jetzt zumindest gerade vor. Sag mal, was meinst du? War die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Und ich finde es krass, wie schnell River jetzt übergangen wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so bitter enden lassen, die Geschichte mit River. Die muss einfach mit dabei sein bei der Mondbesatzung dann vielleicht in der Rakete. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Okay. Natürlich die ganzen medizinischen Checks und dieses Ding, die Kotzmaschine, ja. Die ist, glaube ich, das bekannteste Modell für die Astronautenvorbereitung. Die Zentrifuge, in die Leute gesteckt werden, damit sie simuliert kriegen, wie es ist beim Raketenstart, wenn die dieses mehrfache Körpergewicht auf einen wirkt. Und das ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Entschuldigt den Krach im Hintergrund, mein Kater kratzt an seinem Kratzbrett. Komm, wir haben nicht mehr lang.
So, ja, mehr wird es hier auch nicht geben an der Zentrifuge. Gehen wir noch in die vierte Etage und dann ist ja noch im Erdgeschoss was. Ich denke, das wird dann... Oh, hier ging es gar nicht lang. Ich denke, das wird dann die endgültige Einstellung sein. Wenn wir dann unten im Erdgeschoss wieder sind. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Kann dir eigentlich egal sein. Du wirst bestimmt nicht dahin kommen, denke ich mal. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Hm, das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Ich glaube, ich weiß, was sie meint. Er ist kein Astronaut, sondern er arbeitet bloß bei der NASA. Ohne roten Memory Link geht es hier nicht weiter. Was? Am Shuttle, ja, das kennen wir schon. Kennen wir immer noch. Ah. Wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich diese armen Seelen bemitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Ihr seid doof. Ja, die Nase kann man tatsächlich nicht sehen. Die führen es zwar mit, aber man sieht genau die Nase und das Ende nicht. Die sind echt doof. Aber ich meine, gut, es ist ein Shuttle, ne? Es ist ein Space Shuttle. Wie soll es schon großartig aussehen? Gut, dann lasst uns mal runter ins Erdgeschoss gehen. Und schauen, was uns jetzt hier erwartet. Hier wird sich jetzt bestimmt aufschlüsseln, was genau sich getan hat. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja, Wiki-Fakten, verkleistert mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat es bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn. Es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht.